Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein paar unser Waffenarsenal ein bisschen aufgestockt. Und es waren ja keine Tiere da. Aber jetzt legen wir uns mal eine Runde schlafen und hoffen, dass morgen wieder irgendein T4-Viech in der Nähe rumschwimmt, was wir XP von erhalten können. Weil das wäre gar nicht schlecht. Feuer frei! Drrrrt. Voller Beschuss und umgefallen. Was ist das denn? Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ich sehe einen Nazgul, der durch die Wohnung fliegen kann. Ich habe, glaube ich, gerade einen Nazgul gesehen. Hallo? Ich würde gerne nur nach meinen XP sehen, wenn das recht ist. Ich habe nichts Böses vor, ich verspreche es. Das war jetzt eine spezielle Erfahrung, die ich jetzt so schnell und nicht unbedingt wieder haben möchte. Ach, guck mal hier, blubbert's. Alter, das hat mich jetzt irgendwie so erschrocken. Ich habe echt gedacht, du bleibst draußen. Und irgendwie hatte ich so auch einen Gedanken sogar. Das ist ein Geist, der kommt da durch. Aber ich wollte es ja nicht glauben. Ich hätte es glauben sollen. Alter Verwalter. Aber wir haben ein paar XP bekommen. Nice. Und ein bisschen was zu essen. Und vor allem unsere ersten zwei Obsidian. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Zeug überlager für das Zeug da. Hier. Dann müssen wir das noch. Und. Wir kriegen das ganze Zeug jetzt hier. Ah ne, den Fisch brauche ich. Aber das kannst du behalten. Das kannst du behalten. Das kannst, was ist das eigentlich? A charge orb of element energy can be used to level up pets and equipment part. With matching elements, can also be fired from a dispenser or thrown when sneaking. Okay. Okay. Oh, so gibt man eins raus. Ich bin gerade irgendwie noch so ein bisschen im Kopf in der Schockstarre von dem Viech, was ich da gerade gesehen habe. Hey Leute, nein! Hühnchen! Ich wollte gerade sagen, das ist nicht für die große weite Welt hier. Ja, noch eins. Zwei noch! Jawohl! Jetzt geht unsere Hühnchenproduktion langsam los hier. Hühnchen for the world und so, ne?
Jetzt können wir auch hier leveln wieder, oder? Ich muss Attack unbedingt hochkriegen. Wie viel brauche ich denn dafür eigentlich? Das ist halt kacke. Oder muss ich dafür... Nee, aber guck mal, ich habe hier fast gar nichts verbraucht. Unbedingt das Kind muss ich jetzt eigentlich aber auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich auf den Safeway gehen soll und versuche hier die Hühnchen einfach down zu züchten. Und dadurch halt die dementsprechenden Sachen zusammenkriege. Aber selbst da muss ich ja noch eine Ewigkeit warten wahrscheinlich, ne? Skills Attack. Ich brauche nur diese Scheißstufe 8, dann könnte ich mein Eisenschwert und alles verwenden. Eisenschwert Attack 8. Bogen. Wo ist der Eisenbogen? Attack 8, Agility 6. Okay, da werden wir noch nicht so schnell hinkommen. Aber hey, immerhin etwas. Wo ist ein was macht denn Agility? Agility. Ja, sollte vielleicht auch mal rein investieren. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nervig. War da nicht irgendwo ein Eisenvorkommen sogar? So, ich geh mal raus. Ich will irgendwie an die paar XP kommen, damit ich wenigstens mein Eisenschwert verwenden kann für Notfälle. Es haut wenigstens ordentlich Damage raus. Es ist halt irgendwie komisch, es ist wie als ob sich das Spiel so ein bisschen zwingt rumzulaufen, weil du halt unbedingt diese XP brauchst. Und irgendwie spawnt hier nicht wirklich was nach, außer wie so ein Primal-Dings da. Ah, das will ich ja auch nicht unbedingt. Ich will eigentlich nur in Ruhe ein paar Viecher töten. Aber die Population scheint sich auf irgendwie so null zu reduzieren mittlerweile. Ich finde hier auch nichts. War schon die zwei, drei, die vor mir spawnen? Ja, okay, vielleicht der eine war jetzt ein bisschen unglücklich, nennen wir es mal so. Aber es ist so ruhig. Weißt du, da sind keine Yetis mehr da, keine riesigen Dinosaurier. Einfach nur noch ruhig. Und den ganzen traue ich irgendwie nicht. Oder haben die Drachen hier einfach alles mittlerweile ausgelöscht? Hey, mein Freund. Google. Das ist nur vom letzten Kampf, den ich hier gehabt habe. Wo ich beinahe drauf gegangen bin. Ich weiß es nicht. Das ist wieder so ein Pixie. Will ich mich mit dem Pixen anlegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger. Ein Pixen ist gemein. Ganz ehrlich, da habe ich weniger Angst vor dem Ghost als vor so einem scheiß Pixen. Diese Pixen sind einfach scheiße nervig. Ist relativ weird, es ist mir zu ruhig. Yeti. Der war zurück, glaube ich, oder? Yes! Ein Yeti-Kill mal wieder! Da ist noch einer. Da sind noch zwei.
Ist mir der ganze Yeti-Blödsinn eigentlich voll scheißegal. Mir geht's eigentlich nur um die XP. Geht schon, Attack. Yes! Level 8. Oh, yes. XP für mich. Es wird wieder Nacht. Bedeutet, ich sollte wieder nach Hause gehen. Warum kann ich jetzt mein Eisenschwert verwenden? Oh, müssen wir nur noch die Agility nach oben kriegen. Das ist halt auch so eine Sache. Ups, da ist noch. Aber hey, mit meinem Combat Level schon mal auf Stufe 8 bin ich schon mal sehr positiv, sagen wir mal so. Dann kann ich mein Eisenschwert verwenden und mit dem Eisenschwert werden wir die obere Hand behalten. Und ich habe einen durch dieser Schattenzau. Ich habe schon wieder Essen ohne Ende besorgt. Keule, Keule, Keule. Frosty Fur. Wollen wir die Waffen hier wieder zurücklegen? Wollen wir hier reinpacken? Und jetzt darf ich ja die hier schwingen. Nice. Huh? Reach 1, White Attack 2, Two-Handed 2. Die ist scharf. Und ich brauche Wasser. Ganz, ganz dringend. So, wir müssen mal wieder sammeln gehen. So schaut's aus. Morgen ist wieder aber Sammeltag für Wasser. So, nochmal 5 Eier. 1, 2, 3, 4, 5. Nichts rausgekommen. Okay. Dann brauchen wir wieder unsere Sämchen. Damit wir die füttern können, die hier für den Erweiterungszustand zuständig sind. Wir kriegen hier auch wieder schöne Level. Wenn die dann alle groß sind, oh, dann gibt's XP-Regen, du. Wir müssen halt nur schauen, dass wir unten eine Wasserbasis bauen mit Nahrungsanpflanzung, damit wir halt noch mehr Seeds erhalten. So. Entschuldigung. Jetzt mal den guckt Fisch, ne? So. Jetzt müsst ihr doch von Agility wenigstens hier nochmal ein Level up machen können. Yes, 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 we can. Weil mit dem Bogen sind wir natürlich dann noch vorne dabei, vor allem weil auch die Pfeile nochmal XP geben. Und das ist natürlich vorteilhaft, wenn wir dann eine Hühnchenfarm haben, weil mit der Hühnchenfarm kriegen wir Federn und Holz und Stein ist ja jetzt nicht die Schwierigkeit. Da will ich Weitwurf machen wieder. Pum. Kam nichts raus, schade. Aber später wäre der Plan eh, dass wir es relativ vollautomatisch machen mit Eiern und alles so und dran und dann kann ich die reinwerfen und ansonsten halt auch zwischendurch immer wieder schön die Seeds geben, damit das Ganze sich entwickelt. Ich glaube, es wird relativ nice, aber ja, schauen wir mal. Es ist relativ ruhig, aktuelles Game. Deswegen, ja. Habe ich gesagt, das Spiel ist aktuell ruhig? Da drüben ist auch wieder was gespawnt gewesen. Ist der immer noch da? Der Flattermann?
Hätte ich ehrlich gedacht, ich hätte den Drachen schon wieder gehört. Das ist so die einzige vier die ganze Zeit, diese beschissene Drache. Das andere kriegt man ja irgendwie alles hin. Aber der Drache macht mich fertig. Vor allem, weil wenn der einmal hier runterbrennt, ist unsere ganze Wand und Schutz weg. Dann sind wir hilflos ausgeliefert. Am besten geht es den Hühnchen, weil die sind tief in der Höhle drin. Aber bald, wenn es hier unten angekommen ist, können wir hier eine Wand reinziehen. Ziehen wir eine Wand rein, eine Treppe und alles drum und dran und dann ist sie jetzt safe. Müssen wir eh schauen, wie wir es so machen. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.